Moin, zeigen wir euch noch im Skoda Yeti die Bordkontrollanzeige. Wie fangen wir am besten an? Einmal das Mitteldisplay, darauf gehe ich gleich ein. Erstmal zur Grundbedienungsmöglichkeit am Multifunktionslenkrad. Nehmen wir die linke Seite. Und zwar habe ich einmal hier die Möglichkeit, über die Tasten die Volume-Lautstärke zu verstellen. Das ist die Möglichkeit Nummer 1. Dann habe ich auf der rechten Seite das Standardmenü und zwar um in dem Mitteldisplay hier die verschiedenen Menüpunkte anzusteuern. Das ist einmal das Fahrinformationssystem, dann einmal das Radiosystem, das Navigationssystem, Telefon, dann Assistenten, ist nicht sehr reichhaltig, und gewisse Einstellungsmöglichkeiten. Das mache ich alles mit einem Rädchen. Kann ich nach oben unten scrollen. Wenn ich etwas auswählen will, klicke ich es an, indem ich es einfach runter drücke. Dann habe ich hier noch die Sprachbedienungsmöglichkeiten für die Sprachangabe und Telefon. Das sind diese beiden Tasten und das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Hier ist die Sendefrequenzwahl, wenn mich nicht alles täuscht. Gehen wir mal drauf. Ich muss mal hier rechter Hand auf das Infotainment-System gehen und Radio einstellen. Ich muss es mal kurz testen. Ja genau, da wird einfach nur die Frequenz verstellt und dann haben wir das schon. Ja, gut. Gehen wir also gleich hier los auf das eigentliche Bordkontrollsystem. Hier wird mir gerade die digitale Geschwindigkeit angezeigt, die Uhrzeit nochmal oben. Ich bin gerade im gewählten Gang P für Parken, sonst wird mir Drive angezeigt oder R für rückwärts. Wenn ich im Fahren bin, wird mir auch der eingestellte Gang angezeigt, entweder D1 bis D6 oder wenn ich im Sportmodus bin, von S1 bis S6. Das ist sehr gut. Unten die gefahrenen Kilometer. Und unten rechts der Trip, auf dem ich gerade bin, nämlich bei dem Test des Wagens habe ich, wie viel war das jetzt, 1393 Kilometer verfahren. Gut, gehen wir weiter, einen runter, die Öltemperatur wird mir angezeigt, dann habe ich noch Speed Warnings, wenn ich das will, also Winterreifen eingestellt, kann ich hier einstellen. Die, die Reisezeit von dem Trip Nummer 1 oder Trip Nummer 2, dann was verbrauche ich gerade aktuell an Benzin, Liter pro Stunde. Dann der Durchschnittsverbrauch eben halt auf dem Trip, die Reichweite im Tank, die noch verfügbar ist. Hier wird kalkuliert auf Basis des Durchschnittsverbrauchs, beträgt gerade 110 Kilometer. Ja, die gefahrenen Kilometer auf dem Trip 1 und die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und dann bin ich schon wieder bei der Durchschnittsanzeige, bei der Geschwindigkeit, bla. So, gehen wir auf das Radio, auch recht simpel. Hier kann ich mir den ausgewählten Sender anzeigen lassen, Nora, haha. Energy Music, FSK 93, Tide, DLF, D-Kultur. Wenn mir was gefällt, einfach anklicken am Lenkrad und schon hat er den gewählten Radiosender. So, gehen wir weiter auf Navigation. Hier bin ich gerade in einem Innenhofbereich und ich habe hier schon eine Strecke voreingestellt nach Berlin. Da wird mir angezeigt, wie viele Kilometer ich noch zu fahren habe und zusätzlich dann werden mir gewisse Marker angezeigt, wann ich nach rechts oder links abbiegen soll mit einem kleinen Entfernungsbalken. Sehr gut gemacht. Ich muss also nicht nach rechts auf dem Infotainment-Screen schauen und dann noch die entsprechende Ankunftszeit, wie viele Minuten ich noch brauche, um von A nach B zu kommen. So, das ist schon mal das Navi-System. Dann gehen wir eins weiter auf das Telefonsystem. Hier kann ich einfach mir, glaube ich, wenn ich jetzt richtig liege, die verschiedenen Nummern anzeigen, die ich gerne wählen möchte. Die scrolle ich einfach durch und wenn ich eine haben möchte, wähle ich eine aus, klicke an und habe. Kann den anrufen, denjenigen. Ja, das nächste ist noch die Assistenzsysteme. Ist nicht sehr reichhaltig. Da steht hier Driver Alert. Ich glaube, das ist sowas wie Müdigkeitsassistent. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe mich jetzt aus- und eingeschaltet und gehe jetzt eins zurück und gehe mal auf die Einstellungen. Hier kann ich mir den Assistenten anzeigen lassen für PDC, Volume Front, Frequent Front, Volume Rear, Frequent Rear. Das ist der, glaube ich, der Parkassistent. Gehen wir eins weiter. Welche Sprache möchte ich gerne haben? Wir stellen jetzt mal Deutsch ein. Dann wird es ein bisschen leichter. Gehen wir nochmal auf den PDC. Lautstärke vorne, Frequenz vorne. Das weiß ich nicht. Ich habe anscheinend was mit den Lautsprechern zu tun. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, leider. Sorry. Dann die MFA-Daten. Was wird mir hier nochmal angezeigt? Kann ich auswählen. Ich kann noch ein bisschen weniger mir anzeigen lassen, dass ich nicht so viel scrollen muss. Dann habe ich hier noch für die Komfortmöglichkeiten wie Zentralverriegelung, ob die bei der Fahrt an- und ausgehen soll, die Fensterbedienung, die Spiegelverstellungsmöglichkeiten und ich kann natürlich auf Werkseinstellungen das Ganze zurücksetzen.
Ja, gehen wir auf Licht und Sicht. Hier habe ich Coming Home und Leaving Home Funktionen, also wenn das Auto an und zugemacht wird, ob das Licht an und ausgeht, je nachdem wie es sich verhält. Tagfahrlicht, Heckwischer, Komfortblinker, Reisemodus, das sind alles die Möglichkeiten, die ich hier drin habe. Dann die Uhrzeit kann ich natürlich entsprechend hier mir anzeigen lassen, zu berücksichtigen auch hier die Sommerzeit. Und dann habe ich Winterreifen drauf. Welche Einheiten möchte ich gerne haben? Also in Celsius oder in Fahrenheit. Gehen wir eins weiter zurück. Dann die Zweitgeschwindigkeit. Die kann ich mir auch anzeigen lassen, wobei ich nicht weiß, was es bedeuten soll. Service, Intervall, Info, noch 27.000 Kilometer oder 638 Tage gibt es den nächsten Ölwechsel und darunter die Inspektionsanzeige. Ja, eins zurück und ich kann das Ganze wie gehabt auch auf die Werkseinstellung zurücksetzen. So, das war's schon. Ich fahre meistens im MFA-Modus und lasse mir halt die Digitalgeschwindigkeit anzeigen, weil ich das am besten finde, entsprechend statt rechts auf das Tacho zu starren. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr gibt's da gar nicht zu sagen zu einem MFD-System. Es ist sehr scharf, also sehr lichtstark. Es stört nicht bei Sonneneinstrahlung. Ich verwende es eigentlich sehr gerne. Aber wie gesagt, eigentlich nur bei der Fahrgeschwindigkeit und die anderen Sachen gucke ich mir eigentlich so gut wie gar nicht an. Ab und zu nochmal, was habe ich im Tank? Das ist natürlich nochmal wichtig und das war's. Okay.